Der Coronavirus. Ein Thema, das wir in den letzten Wochen noch gut kollektiv wegignorieren konnten, ist nun in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Und er bedroht des Deutschen liebstes Kind, den Fußball. Doch nicht nur in Deutschland. In ganz Europa wird auf die steigenden Zahlen der Infizierten reagiert. In Italien beispielsweise ist der Sport komplett zum Erliegen gekommen. Die Serie A ist bis auf Weiteres abgesetzt. Nach Wochen der Verwirrung und der Geisterspiele hat man entschieden, dass mindestens bis Anfang April nicht mehr gespielt wird. Ähnliche Situationen in Frankreich und Spanien, wo entweder Spiele abgesagt werden oder vor verschlossener Tür gespielt wird. Und auch in Deutschland wird es das Novum geben. Geisterspiele in der Bundesliga. Heute Abend beispielsweise geht es in der Champions League los. Paris Saint-Germain gegen den BVB ohne Zuschauer. Dasselbe gilt nächste Woche in Camp Nou, galt gestern in Valencia und gilt heute Abend zum ersten Mal in der Bundesliga beim Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln. Und meine Reaktion darauf war dieselbe wie alle Fußballfans. Zuallererst mal gedacht, was soll das denn? Hysterie, Panikmache, Überreaktion. Tja, deshalb mache ich Fußball-News. Denn wenn man sich mit dem Thema auch nur ein bisschen beschäftigt, wird deutlich, dass das überhaupt keine Überreaktionen sind, sondern ganz einfach notwendige Maßnahmen. Stellen wir uns darauf ein, dass wir in den nächsten Wochen kein Stadion von innen sehen werden und eventuell auch die ganze Saison nicht mehr. Und ich sage es jetzt einmal ganz deutlich, Geisterspiele sind die einzig richtige Reaktion auf den Virus. Dazu aber gleich nochmal mehr, denn zuallererst mal ist wieder Zeit für eine kleine Wahrheit, die einigen Leuten sehr unangenehm sein wird. DFB und DFL haben nicht den Hauch einer fucking Ahnung, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen sollen. Das Statement von Christian Seifert vom Dienstag bestätigt das. Laut Seifert sei der nächste Spieltag mit Zuschauern leider nicht realistisch. Aber auch Seifert schiebt die Verantwortung erstmal weiter. Wir haben entschieden, dass der Spieltag stattfindet, rein sportlich. Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen. Die Verantwortung wird also erstmal auf die Behörden abgewälzt und auch die haben sich in den letzten Tagen sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert. Doch man hätte schon am Montag zusammenkommen können und sagen müssen, ey, Geisterspiele oder die komplette Absage der Bundesliga ist die einzig richtige Reaktion. Hat man nicht gemacht, hat man verpasst, hat dafür Kritik bekommen und innerhalb der nächsten zwei Tage es nicht geschafft, adäquat zu reagieren und einen gemeinsamen Weg zu finden mit klaren Ansagen, wo man sagt, ey, alle Bundesliga-Vereine ohne Zuschauer oder gar keine Spiele. Union Berlin musste heute Morgen übers Radio erfahren, dass sie nicht mit Zuschauern spielen können. Wobei man zuallererst mal kritisieren muss, dass sie überhaupt gesagt haben, sie hätten Zuschauer am Wochenende. Denn die Zahlen und die Experten sprechen eine deutliche Sprache. Diesen Virus wird erstmal nichts aufhalten. Es geht nicht darum, ob Deutschland vorgetroffen wird, sondern wann und wie lange man das Ganze herauszögern kann. Je länger man schafft, das herauszuzögern, desto mehr Chance gibt man dem deutschen Gesundheitssystem, adäquat darauf zu reagieren. Und wann immer ich den Virus in den letzten Tagen in den Daily News angesprochen habe, gab es dieselben Reaktionen in den Kommentaren. Sowas in die Richtung von, jeder sollte selbst entscheiden, ob er ins Stadion geht, mir passiert doch nichts, ich werde das schon überleben. Und das ist absolut richtig, denn wir beide sind nicht bedroht, außer du bist jetzt 60. Wenn das so ist, dann tut mir leid. Und prinzipiell hast du absolut recht, der Virus ist für dich höchstwahrscheinlich überhaupt nicht gefährlich. Viele Infizierte merken überhaupt nicht, dass sie den Virus in sich tragen. Und das ist eines der größten Probleme, denn er verbreitet sich trotzdem rasend schnell. Und wenn du am Samstag ins Stadion gehen würdest, was ja nun höchstwahrscheinlich nicht passieren kann, und dich dort ansteckst und am Sonntag zu deinen Großeltern zum Essen gehst, ja, dann haben wir den Salat. Denn deine Großeltern, die sind sehr wohl gefährdet. Zusammenfassend also, zu behaupten, dass der Virus für dich nicht gefährlich wäre und du deshalb dein Recht darauf, ins Stadion zu gehen, wahrnehmen willst und das selbst entscheiden möchtest, ist egoistisch. Denn du machst dich potenziell zum Überträger für Risikogruppen. Und diese Gruppen zu beschützen, das ist das Wichtigste, was man in diesen Zeiten tun kann. Und deshalb sind Geisterspiele der einzig richtige Schluss. Und sie sind nicht nur richtig, in meinen Augen sind sie absolut notwendig. Und auch immer wieder in den Kommentaren taucht die folgende Meinung auf. Der Virus kommt doch den Verbänden komplett gelegen. So kann man die Fanproteste im Keim ersticken und muss sich damit nicht auseinandersetzen. Dieser Virus kommt überhaupt niemandem gelegen, auch nicht dem Verband. Und niemand profitiert von den Absagen. Wir haben doch am vergangenen Wochenende relativ deutlich gesehen, wie wenig Einfluss dieser Protest hat, wenn eine gewisse Schwelle nicht überschritten wird, so wie vor zwei Wochen. Das letzte Wochenende war keine nächste Eskalationsstufe, weshalb man jetzt sagen müsste, ach du Scheiße, wir müssen alle Leute aus den Stadien bringen. Nein, es geht nicht darum. Und es macht auch finanziell keinen Sinn, nur weil man Angst vor den Fanprotesten hat, Spiele abzusagen oder ohne Zuschauer zu bestreiten. Denn jedes einzelne Heimspiel bedeutet
einen Millionenverlust für den austragenden Verein, wenn keine Zuschauer da sind. Und diese finanziellen Verluste werden sich direkt auf die DFL widerspiegeln. Das beste Beispiel sehen wir dafür gerade in Italien. Die Übernahme der Roma, die eigentlich in den nächsten Wochen durchgehen sollte, ist stark gefährdet, weil die letzten Wochen mit Irrungen, Wirrungen, Geisterspielen und abgesagten Spielen die finanzielle Situation des Hauptstadtclubs so durcheinander gewürfelt hat, dass der potenzielle Investor, den Verein übernehmen wollte, sich nicht mehr sicher ist, ob das noch Sinn macht. Also sollten wir gemeinsam versuchen, darauf zu achten, dass wir eben nicht unseren ersten Eindrücken sofort folgen, sondern uns ein bisschen informieren und zu den richtigen Schlüssen kommen. Es geht nicht darum, den Fußball hier zu retten. Aktuell geht es um die Gesundheit und um Menschenleben. Und das ist immer wichtiger als der Sport. Geisterspiele sind keine Panikmache, sind keine Hysterie und sind auch nicht völlig übertrieben. Sie sind der einzig richtige Schritt in einer schwierigen Situation. Und in der Situation befinden wir uns. Das müssen wir akzeptieren. Es ist keine einfache Situation, aber auch keine dramatische. Man muss nur die richtigen Schritte ziehen. Solidarität ist im Fußball eine der wichtigsten Tugenden. Du bist Fußballfan, ich bin Fußballfan. Du weißt ganz genau, wie wichtig Solidarität ist. Lass sie uns zeigen. Und zwar gegenüber den Leuten, für die dieses Virus tatsächlich gefährlich sein könnte. Beschäftigt euch mit der Situation und zieht die richtigen Schlüsse und handelt dementsprechend. Lasst uns solidarisch sein und lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir in der Zukunft wieder Spaß bei Fußballspielen haben können. Und wenn das bedeutet, dass wir für 5 Wochen mal nicht ins Stadion gehen können, nicht zu Konzerten gehen können, dann ist das eben so. Und ich sag's hier nochmal, Eintracht Frankfurt, das Europa-League-Spiel gegen Basel vor Zuschauern stattfinden zu lassen, ist eine dramatische Fehlentscheidung. Das war's für heute, Freunde. Ich weiß, viele von euch werden anderer Meinung sein. Alle eure Meinung bitte in die Kommentare. Es ist ein schwieriges Thema. Ich bin kein Mediziner. Ich habe versucht, das möglichst gut für euch zusammenzufassen und meine Wahrnehmung davon kundzutun. Lasst mich bitte wissen, was ihr davon haltet. Bis dahin, macht's gut.